sind jetzt nur so Stichpunkte, aber so in etwa kann man sie sich vorstellen. Und ja. Wisst ihr, ich meine, warum soll man da nicht auf die Idee kommen, dass man natürlich jetzt einfach los, dass man loswerden will, gell? Es ist halt schade, weil ich selber, ich halt viel von meinen Freundschaften, aber andere wohl scheinbar nicht. Weil, wenn ihr echt mal nachdenkt, wenn ihr echt mal nachdenkt, das ist eine, wirklich eine Bagatelle, das ist ja wirklich nichts Besonderes, was da jetzt vorgefallen ist, mein Gott, geht ihnen ja nicht mal mehr was an. Und dann nutzt man das, ach so, das ist ein Tisch, aha. Dann nutzt man das aber für solche Zwecke, da könnte man schon drauf kommen, oder? Gott, was sind das für Viecher? Mir gefällt's nicht, aber ich glaube, wenn die mich treffen, fliege ich runter. Ich glaube, ich sollte hier aufpassen, was kommt. Oh, Laufgags, oh! Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß, wo ich hin muss. Ist es jetzt nur noch okay? Wahrscheinlich hier lang, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ich glaube, das ist es. Das ist der Ausgang. Halt, hier geht's runter. Da lang. Gags, haben wir es geschafft? Boah, Vorsicht, Gags. Hier geht's irgendwie. Oh Mann. Egal, wir kommen durch, das zählt. Oh mein Gott, was ist denn das für ein Parcours hier? Nee, auf jeden Fall, ich find's halt schade. Aber. Also entweder, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder. Gut, hole ich mir gleich was zu trinken. Ach so. Nee, also entweder, hält er wirklich noch was von der Freundschaft. Und er sagt halt, okay, das wird jetzt so geklärt, dass er auch mal seinen Fehler einsieht. Oder aber, er sagt, nee, bloß dann könnt ihr euch drauf verlassen, dann schicke ich ihn weg. Oh, was? Gexzilla versus Mechares. Oh, wir haben einen Boss freigeschalten. Cool. Okay. Ein Dragnet, war das nicht dieses... Haben wir das jetzt eigentlich geschafft oder nicht? Ja, Gex, jetzt sag mal, haben wir es geschafft? Gex, jetzt hat... Ja, wir haben es geschafft, den Dragnet, okay. Wo ist denn das mit den 21? Ja, also wir haben jetzt diesen Ausgang freigeschaltet. Und ich weiß jetzt nur nicht... Oh, die Kamera ist immer ein bisschen komisch hier. 14, nee, da waren wir doch, oder? 21 war es doch. Nee, hier ist zu... Na gut, wir gehen auf jeden Fall mal zum Endboss. Endlich kommen wir wieder zu einem Endboss. Hurra! Gut, los geht's. Ja, das war ich. War das hier? Ja. Da steht schon. Gexzilla versus Mechares. Ich habe da keine Ahnung mehr, wie das ging oder was da war, aber... Mein Gott, wir werden sehen. Defeat Mechares ist klar. Schlagen wir mal drauf. Okay, was hat er jetzt vor? Ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Ich versteck mich. Keine Ahnung, was der jetzt vorhat. Wow. Der hat einen, der macht so eine Elektroattacke und lädt die auf. Komm, baller doch, komm. Und jetzt drauf auf dich. Ey, das macht ja voll Spaß. Okay, der lädt wieder so eine Attacke auf. Hier bin ich. Du Hohlkopf. Hier. Treffer. Oh, er macht wieder Elektroattacke. Okay. Ich verstecke mich lieber mal, bis ich die erledige. Also ich verstehe das jetzt. Okay, ich erinnere mich jetzt noch ganz grob dran. Wir müssen ihn jetzt abballern. Er ballert jetzt mit seinem Strom. Wir müssen das Gebäude vernichten. Ganz schnell. Bevor er seine Elektro macht. Und dann kicken wir ihn drauf. Dann kicken wir ihn. Lustig der Kampf, aber irgendwie hat er eine lange Invincibility-Zeit. Nervig. Hier bin ich, Mecha-Depp. Hier geht er drauf, das hauen wir ihn platt und hauen ihn weg. Okay, es funktioniert also gut, die Taktik. Hey, praktisch. Mal gucken, ob wir ihn hinkriegen. Er greift an. Wir hauen ihn. Okay. Du gehst hier drauf. Gut, gut, gut. Mach mal. Ha. Also er geht eigentlich. Er ist eigentlich gar nicht schwer, wenn ihr es wirklich richtig macht. Dann kriegt ihr den aber ziemlich schnell fertig sogar. Wir müssten einfach bloß ein bisschen erwischen. Zack, erwischt. Und jetzt springt er da auf irgendein Gebäude, vermute ich. Jo. Jetzt ist er drauf, bevor Elektro-Kacke schießt. Los, Ex, wir müssen ihn erledigen. Geht doch, geht doch. Komm, 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 haut auf. Ne?
Oh, nochmal. Mann, oh Mann. Also, es ist ein lustiger Kampf. Er macht Spaß. Er macht echt Spaß. Er ist... Man muss nur mal kurz dahinter kommen, weil es ist aber zum Glück nicht so schwer zu durchschauen. Es ist zum Glück wenigstens was, gell? Mecha, Mecharza, wie hieß der? Mecha, Zora, Mecha, irgendwas. Wow, jetzt wird es aber schwer zu erwischen, weil jetzt wird haut er drauf. Oh, er hat mich erwischt, du blöde Sau. Okay, der hat Uff, komm, Gex, mach das Teil, hey, und hau ihn. Okay, also wenn er jetzt drauf stürmt, dann ist es nicht mehr so einfach. Dann kann er gut draufhauen und schnell. Das ist... Aber wir können zurückschlagen. Nee, doch nicht. Boah, der wird immer schneller. Der wird immer schneller, das ist irre. Jetzt wird es dann schwieriger. Also jetzt wird es dann schwieriger. Ich hau zwar drauf, was nur geht auf ihn, aber... Boah, der haut... Der heizt mit einem Tempo drauf. Das ist... Boah, erwischt mich, okay. Jetzt wird's zum... Jetzt kommt es zum finalen Kampf. Ich habe noch ein Leben, also es kann auch sein, dass ich jetzt hingehe. Aber jetzt kriegen wir durch. Komm, Mecha, so. Mecha, man, da. Weg, weg. Boah. Ey, das ist irre, wie der draufheizt. Und da kommt Panzer? Was? Wo kommt die Panzer her? Ach, egal. Hoffentlich tun sie mich nicht stören beim Kämpfen. Wenn die mir Schaden machen, dann kotze ich. Boah, wir haben ihn gleich. Er hat noch zwei Leben. Also das heißt, wir müssen noch eine Runde durchhalten. Komm, greif an. Du greifst an. Zack. Rast durch und jetzt rast zu mir. Weg. Und drauf. Okay, einer noch. Einer ist es noch. Einer noch, dann haben wir ihn. Dann ist er erledigt. Komm, komm. Oh, wir haben ihn besiegt. Er ist erledigt. Mann, war das ein Kampf. Mann, war das ein Kampf. Aber hammergeil. Also das hat jetzt übelst Spaß gemacht. Und damit gewinnt Gexzilla. Einfach geil. Und damit haben wir die Goldmedaille. Und wie sieht's aus? Oh, die Tür öffnet sich. Cool. Okay, jo, das speichern wir auf jeden Fall. Also das war ja ein Hammerkampf. Jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich möchte es auf jeden Fall... Aber, oh, Gex, was machst du für Müll? Ich will auf jeden Fall jetzt mal sehen, was es so gibt. Hinter der Tür. Vielleicht ist ja dieser Geheimgang jetzt zum Boss. Der Gang zum Boss. Ich weiß es noch nicht. Man hat auf jeden Fall aber ein paar gebraucht, bis man da durchkommt. Das war hier, glaube ich. Ja, müsste hinkommen. Nee. Geht's hier zu Gex Custor oder was? Nee. 26 Stück. Hä? Jetzt geht erst die Tür auf und dann... Ja, wo geht's hier lang? Oh, Kung Fu Theater. Okay, hier geht's zu einem Kung Fu Theater. Hier geht's zu Pain in the Asteroids, nicht Pain in the Ass, okay. Hätten wir noch direkt ausschreiben können. Und der bringt mich hier wieder zurück. Okay, gut zu wissen. Also, wir haben hier, glaube ich, jetzt alle Roten, gell? Kung Fu Theater, Mao Zedong Hammer, Circuit Central und Frankenstein Field. Dann gehen wir doch gerade wieder zu... Ja, Moment mal, wo gehen wir lang? Hier geht's zum Ausgang. Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, hier haben wir auch noch nicht alles erledigt. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt auch der richtige Weg ist hier. Ja, Gex, du musst schon lang. Ja, hier haben wir auch noch nicht alles erledigt. Okay. Hey, da geht's hoch. Halt, 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 da geht's hoch. Das sehe ich aber gerade. Wo geht's hier hoch? Das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Okay. Hier ist ein Satellitenschiff. Say hello. Okay. Das ist eine Satellitenschüssel. Okay, schön. Was haben wir noch? Also ich bin jetzt gerade ein bisschen... Da haben wir schon alles. Was ist denn jetzt der Sinn davon? Keine Ahnung. Ich würde sagen, gehen wir jetzt mal weiter zu Toon World. Oder wie es hier heißt, Fine Tuning. Schauen wir mal. Climb the tree und storm the castle. Climb the tree. Ach, da müssen wir jetzt an... Da müssen wir jetzt hoch. Okay. Oh, Gex. Oh Gott, das sind noch diese... Oh ja, die Hammerpflanzen. A, B, C. Oh, oh, das sind Blöcke. Oh Gott, was ist denn hier alles? Mein Gott, das ist so lang... Also das ist jetzt schon eigentlich wieder... Der Partner ist jetzt schon locker wieder blind. Okay. Ach, da komme ich dann zu den Karotten. Okay, warum nicht? Jetzt gehen wir mal durch und hoffen, dass wir nicht erwischt werden. Wow.
Da fallen Sachen runter, ganz ehrlich, das ist hart. Okay, hier geht's dann aber nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Ach komm, gehen wir zurück, weil es lustig ist. Wow, fast werden uns 10 Tonnen auf den Schädel geflogen. Hm. Okay, also das ist Feintuning. Okay. Warum nicht? Oh, Gags ist immer runtergeflogen. Aber egal, wir kommen ja wieder hier hin. Na, wie sieht's aus? Ja. Ah, jetzt haben wir's. Mann, oh Mann. Da ist nochmal so eine Glocke. Da ist ein Torbogen. Gartenbogen oder wie man das nennen soll. Da ist ein roter Pilz. Ja, dann machen wir hier für Karotten. Warum nicht? Da ist eine Ampel. Okay. Und was macht das jetzt hier? Wenn ich hier durch will? Ja, da komme ich hier durch. Ah, das ist eine fette Biene. Komm her, fette Biene. Vorsicht, Steinschlag? Oh oh. Das. Oh Gott! Das sind keine Steine, das sind Bowlingkugeln. Ach du Scheiße, die schießen die. Au! Blöde, fette Biene! Komm. Kommst du jetzt her? Komm her. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja mal abnormal. Also das Spiel ist lustig, aber. Komm, komm. Kurz ist aus. Kurz ist aus. Komm, weiter. Jo, 4 Stück. Noch mehr? Ne. Oh Mann, du bist gemein. Jetzt sind wir in einer Wüste. Level, das gemein ist. Sieht irgendwie echt gemein aus. Das ist jetzt scheiße mit der Kamera. Ich sehe nicht, wo ich hier lang drücken muss. Und, boah. Ich hasse solche Plattformsprünge. Ich hasse solche Plattformsprünge. Da ist noch ein, fetter Block. Super. Ja. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Oh. Die verschwinden. Das ist jetzt dein Ernst, oder? Super. Unordnung. Oh, so? Cool. Ich kann mich hier sogar ein bisschen. Boah, du blöde Skorpion. Und wir kriegen Dolden again. Okay, also wir müssen hier wohl irgendwie die Blöcke bewegen. Okay, jetzt müssen wir nur noch diesen hier bewegen irgendwie. Ach, scheiße, ich weiß es. Erst den da. Moment mal. Erst du. Dann du. Und am Schluss. Du. Ey, das geht doch. Na also, wir haben eine Leiter gebaut. Praktisch. Ich weiß ja nicht, was es bringt, aber wir werden es wohl noch herausfinden, oder? Okay, ich bin hier oben wieder. Ja, da will ich aber nicht lang. Ich will jetzt zum. Ach, die brauche ich zum Zurückkommen, falls ich hier runterfalle. Super. Na gut. Immerhin. Immerhin. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier vielleicht gescheiter durchkommen. Aber das ist eine etwas blödere Sprungstelle, das muss man fairerweise sagen. Ist es. Ja, und die. Oh, natürlich, ich sehe mal wieder nichts. Oh, das ist gemein. Oh, es hat geklappt. Das war jetzt Glück. Also, das war jetzt einfach nur Glück, aber. Gut, es hat geklappt. Das ist Hard Area. Hard Head Area, okay. Heißt, wenn ich mich zu lange umfalle, dann mit dem Problem. Nee. Hey, da ist ein Schiff. Okay. Hä? Ja, gehen wir mal weiter. Oh, da ist ein Schiff? Okay. Ich raff das nicht so ganz. Na egal. Oh, das muss schnell gehen, okay. Wuppa, okay. Was haben wir hier? Wir haben 2 Teile und. Da geht's hoch. Da ist ein Schiff. Oh. Und jetzt du und nochmal du. Das müsste ja reichen. Ich weiß nicht, wie man, ich weiß nicht, wie man das Schiff befreit. Ich habe keine Ahnung. Ah, das, die haben so geile Musik in dem Spiel. Aber das ist ja auch echt geil. Das passt zu Gags irgendwie, die Musik. Ich hoffe mal, dass ich jetzt keinen Müll mache. Also ich hoffe, das klappt jetzt. Aber es klar, im Moment klappt's noch, wenn ich unten bleibe. Ja, es geht noch, es geht noch. Jetzt hoch mit dir und hier rüber.
Oh, das war knapp. Okay. Oh oh. Oh oh. Gefällt mir ganz und gar nicht, weil jetzt bin ich unter Massenbeschuss. Oh, mach mal da. Boah. Genau. Okay, wenn ich hier durchspringe, rette ich das Schiff oder was? Guck mal. Wo bin ich? Ach, hier komme ich raus. Na, guck mal, da ist das Schiff jetzt befreit. Okay, hier ist ein Schiff. Das habe ich befreit. Cool. Ach, das Schiff fährt? Na, dann lass mal schauen, wo es hinfährt. Hm. Hä? Also, ich raff's nicht, ehrlich gesagt. Ah. Ach, jetzt machen wir... Ups, ich glaube, jetzt machen wir die andere Aufgabe. Storm the Castle. So sieht's aus auf jeden Fall, oder? Okay, also wir müssen die irgendwie anzünden. Ich glaube, da brauche ich eine Feuerfliege. Ich denke mal, da wird... Frage gerade geklärt. Okay, friss es. Okay, wir müssen sie also anzünden und dann ranspringen, oder wie? Und... Wohohoho. Die schießt aber los, du. Also ich glaube, wir machen hier gerade echt Storm the Castle irgendwie anstatt... Gucken wir mal, welche wir jetzt geschafft haben, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben die falsche Mission. Ja, wir haben Storm the Castle gemacht und nicht die andere. Upsa! Was soll's. Controller Pack, safe. Mann, oh Mann, oh Mann. Also es wird auf jeden Fall Zeit, dass ich jetzt Gags auch bald fertig mache. Was haben wir hier? Climb the Tree. Ich hab das nicht gerafft. Ja, da geht's wieder irgendwo runter, wo wir im Endeffekt... heißt's? Wo wir jetzt uns wieder als Häschen verkleiden. Komisch. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es herausfinden wahrscheinlich. Denke ich mal. Au. Blöde Pflanze. Also ich weiß nicht, warum aber Tomb Raider ist und bleibt meine Lieblingsstages in Gags. Ganz ehrlich. Ich finde, Tomb Raider ist einfach so das... Es tut einfach den Humor vom Spiel widerspiegeln. Ganz einfach. Hier kommen keine Dominosteine. Hier geht es zu einer fetten Biene. Au. Aber wir gehen jetzt nochmal hoch. Ich denke mal, ich werde hier schon nochmal hoch müssen. Weil da gab es ja noch eine andere Aufgabe zu erledigen. Boah. Ich hasse es, wenn ich von Bowlingkugeln überrannt werde. Bowlingkugeln sind immer so bowlig. Ja, sie sind bowlig. Schon wieder die Stelle. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann, oh Mann. Und vorwärts. Aber ganz ehrlich, was guckt sich Gexter eigentlich immer an, wenn ich mir das so angucke? Das ist ja, also, ist ja ein Fernsehprogramm unter alles Sau, du. Wenn dann auch noch, obwohl, andererseits hat es aber auch was Gutes, wenn du dann mal endlich das Fernsehprogramm selber bestimmen kannst. Dann werden sogar die GZ-Steuern auf sogar einmal in der Geschichte dieses Planeten sinnvoll, wenn man so überlegt. Du... Nächster. Na, komm. Der da. Und der letzte. So. Und jetzt nochmal von vorne. Ja, es ist doch so. Wir haben jetzt noch das hier. Und ich komme ja nicht hier. Oder reicht das auch hier rüber zu kommen?